Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Suckerland! Wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal. Sorry für die Stimme, bitte. Ich weiß nicht. Warte mal. Ja, ein bisschen anders, hört sie sich an. Bin ein bisschen, keine Ahnung, Stimme ist halt anders. Krank bin ich nicht, aber. Okay. Wird wahrscheinlich jetzt, wenn es nicht, zum Glück genau, ein Update droppt. Würde das jetzt wahrscheinlich der letzte Part werden, hier, weil wir dann eigentlich alles erledigt haben, die Base steht, Alessa 83, ja hallo, hallo, hallöchen, freut mich, dass du hier bist, haha, jetzt hast du schon meine Bierdose vorne auf dem Ding, habe ich heute gemacht, die Stufenbelohnungen für die ersten 6 Stufen. Habe ich mal gesucht, gemacht. Bin aber auch gerade beim neuen Logo suchen und allem. Ich wüsste schon ungefähr, wie es ausschauen soll, aber es muss, sollte. Ich weiß, dass man Logos nicht ständig wechselt. Das heißt, ich muss da wirklich überlegen, dass ich das Richtige erwische. Also ein bisschen dauert es noch. Dann kommt ein neues Logo auch. Aber, ja, was ich sagen wollte, wir machen in dem Part jetzt alles fertig. Wenn es gut geht. Wir looten die eine letzte Ding. Base, was uns fehlt. Wir holen uns. Wegflieger. Wir holen uns noch Eisen. Und dann sind wir es eigentlich fertig. Dann warten wir auf Content Update. Und werden uns derweil in andere schöne Spiele austoben. Es kommt wieder ein Shrouded. Wenn der Stefan hier ist, eventuell Void Drained. Wenn nicht, habe ich noch ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, in Petto, was ich schon lange spielen wollte, aber noch nicht habe. Oh, das ist. Okay. Läuft. Ich bin immer so stutzig, wenn am Handy irgendwas kommt, Zugriff auf ihren Account und bla bla, aber das war anscheinend nicht an mich gerichtet. So. Wir hatten hier ja mal irgendwo. Okay. Wisst ihr, ich suche gerade die Batterien. Wir hatten ja wesentlich mehr Batterien als nur die eine. Ich sehe gerade, wo ich die abgeklickt habe. Aber die waren auch drüben in meinem. Ah, hier. Die nehme ich jetzt nämlich mit. Das auch. Das auch. So, wo sucht man nämlich eher nach Batterien? Als. Neben dem Ladegerät. So. Läuft. Das alles mal weg. So, das nehmen wir mit. Samen kann rauf. So, gehen wir mal Eisen suchen. Wir brauchen Eisen dann noch für die eine Waffe. Das werden wir heute auch noch reinquetschen in den Part. Wir quetschen hier wirklich alles jetzt rein. Das ist jetzt der Abschlusspart. Ich hoffe auch, dass wir so ein bisschen Base Building noch kommen im Sinne von und Deko hin und her schieben. Haben eh schon viel aufgestellt letztens, aber da steht ja alles irgendwie. Das gehört ja irgendwie umbaut. So, das passt mit meinem Boot. Hierher, jawohl, zack. Ja, tun wir dann mal tanken, bis das mal wieder liegen bleiben auf der halben Strecke. Passt. Ich würde sagen, Essen, Trinken brauchen wir jetzt gar nicht so, aber die Sauerstoffflasche wäre cool. Haben wir ja eigentlich gleich. Holen uns eine zweite. Hallo Schwarz Sonja, danke für den Follow. Ich würde sagen, geiler Typ, aber ich glaube, das ist ein Medi. Tolles Medi. Glaube ich halt. Man kann es ja nie wissen. Ich habe da schon Namen gehabt, da war ich mal sicher, dass es ein Mann ist. War aber dann keiner. Jo, hallo.
Servus. Freut mich, dass du hier bist. Freut mich. Immer wieder gern. Mehr zum Quatschen, mehr zum Reden. Ja, das ist ein geiler Typ. Ja, was dir vom Namen her, weiß nicht. Ist ja, heutzutage kann man das am Namen nicht wirklich mehr sagen. Nö, also passt, dann freut mich jedenfalls, dass du da bist. Wieder einer mehr zum Quatschen. Ich quatsche ja so viel gerne, wie die meisten schon mitgekriegt haben. Ich werde jetzt mal kurz darauf düsen. Blau, Sonja. Warum soll der klingeln bei mir? So. Also ich verpasse jetzt was, ich kapiere was nicht. Seven Days to Die. Ah, da klingelt jetzt was. Seven Days to Die könnten wir auch wieder mal zocken, gell? Wir suchen dann ja eh gerade ein neues Survival, wobei es wahrscheinlich ja eh bald viele. Seven Days to Die wird sich ja fast anbieten, gell? Schauen wir mal. Ewig, ja. Ziemlich ewig, ja. Aber das irgendwas klingelt da. Bin ich blöd? Was soll ich denn da looten? Achso. Naja, vielleicht finden wir wieder was, wo wir mal zocken können. Looking for Mitspieler für eventuell Void Train oder so. Doch, Enshrouded, wenn es erscheint. Looking for Mitspieler. Danke, Wasabi. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht mehr abonniert und gar nichts mehr macht, solange ich das Spiel spiele. Aber er hat es ja eh mit erwähnt, ja, dass ich es nicht verdient habe, dass das gleich mal ankommt. Aber Wasabi, ich habe vorher Ankündigung gemacht, ich weiß nicht, ob du schon da warst, ich schätze mal schon. Es ist der letzte Part heute aus, es kommt ein Content-Update. Ich möchte in den Part alles reinpacken, was noch fehlt. Und dann geht's woanders hin. Danke jedenfalls fürs Abo. Danke, danke. Immer wenn Content Update kommt, mache ich natürlich weiter, das ist klar. Aber es ist ja halt keins in Aussicht und ich bin schon in dem Part, also. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn da nicht gerade heute eins droppt oder morgen, war's das jetzt mal wieder. Leider. Für mich, ich finde es leider, mir macht das Spaß. Lustigerweise ist, ich hab nix, hab nur Talsweh und sonst da nichts, aber irgendwie ist die Stimme ein bisschen anders. Aber im Prinzip habe ich sonst nichts. Ich meine, meine Frau hat Halsweh, verkühlt, mein Kleiner ist nicht im Kindergarten, mein Bub hat Halsweh, der Arbeitwehr hat Halsweh. Aber Halsweh habe ich nicht. Ist das einfach nur, ist das heute erst überhaupt? Das war ja letztens auch noch nicht. Die Stimme ein bisschen Balle gegangen. Kiste. Alles mitnehmen. Boah, was ist da? Also ich weiß nicht, willst du jetzt, dass ich Sunken Land weiterspiele?
Ich glaube, du willst nur überall auf Platz 1, gell? Bist du jetzt nämlich dann überall auf Platz 1 gereiht im Abspann? Ich glaube schon, ja. Achso, es ist Bezahlung, dass ich aufhöre, oder was? Ja, ich kann es nur sagen, dass geplant ist, nach dem Part jetzt ist Schluss mal. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Content-Update. Dann gehe ich wieder daher. Aber das kann auch ewig dauern. Siehe Forever Skies. Forever Skies bin ich wirklich langsam der Meinung. Ich weiß nicht, ob ich das... Ob das Forever Skies noch was wird. Es geht mal ein bisschen langsam mit den Updates und... Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt einfach, es geht nichts voran, es dauert ewig. Jetzt haben sie ein Update mit dem neuen Tower gebracht. Ja, ich verstehe es, dass die ganzen Entwickler auch hier am Anfang sagen, ja, jetzt bist du überall Ding. Müsstest du nicht irgendwo so eine Bierflasche auch haben oder gehen nicht mehr als 3 Symbole? Ich habe nämlich für die Abo-Leute so eine Bierflasche heute hochgeladen und ganz oben im Chat... Die Alessa, die hatten die Bierdose vorhin für ein Monatsabo. Kann aber sein, dass da nicht mehr als 30 als 4 Symbole hingehen. Da müsste das VIP vielleicht weg. Aber das will man auch nicht. Ja, Ena, ich habe nicht gewusst, ob vielleicht ein viertes dazu geht oder so ist. Das ist so selten, dass Leute so viel haben. War nur so eine Frage, nämlich, das gibt's ja nicht. War ja schon mehr. Macht's falsche Richtung. Eigentlich weggeben, das haben wir eh schon. Das gehört auch nicht dahin. Ach Gott, das gehört alles woanders hin. So, das nehmen wir alles jetzt darüber. Die Mülltonne. Das brauchen wir jetzt eh nicht. Das auch nicht. Das kommt dazu. Theoretisch bei den Waffen da rein. Ja, hier. Ja, die anderen zwei Sachen kommen da rein. Und das nehme ich mir jetzt mit. Das schmeißen wir jetzt mitten in den Raum dann rein. So, das knallen wir jetzt in den Raum. Ups, Zeit gibt. Ich hab dann hoch. Diesmal. Ich hoffe, dass kein Raid kommt. Jetzt, wo ich in den YouTube-Kommentaren gelesen habe, dass es schon sein kann, dass ein Raid auch gleichzeitig kommt, während man weg ist. Also, ich habe es noch nie erlebt. Ich glaube eher, dass das vielleicht in den Anfangszeiten war, dass das geändert haben. Da haben sie ja viel rumgeschraubt schon, aber ich weiß nicht. Habe ich mir überlegt, ob ich eventuell mir immer Granaten mitnehme. Sie hat sich denken, Wahnsinniger, was willst du, bis nach einem Granaten werfen? Ja, ich, hallo Kurfin, erstes Mal. Und ja, ich weiß, wenn ich Angriff werde, kriege ich eine Nachricht, aber ich hatte das noch nie, dass ich weg war und ein Angriff war. Nicht weiter als der Händler, also in Sichtweite. Ich war immer in Sichtweite.
Ich habe das noch nicht gehabt sonst, deswegen frage ich nicht, vielleicht haben sie das geändert, dass man, wenn man zu weit weg ist, vielleicht nicht angegriffen wird, weil das ja irgendwie blöd wäre. Ich meine, es ist natürlich möglich, aber das habe ich nur gemeint. Ich hatte es noch nicht. Ich habe aber schon gehört, dass es passieren kann. Und dann kommt ja die Base, wird angegriffen. Und genau deswegen wollte ich ja sagen, nehme ich die Granate mit. Nicht, weil ich die Granate bis nach Hause werfen will, sondern weil ich mich selbst in die Luft jagen kann damit. Wenn ich da ewig weit weg bin, ist die halbe Base kaputt. Da spreng ich mich lieber, will lieber irgendwo selbst, habe eben meine Muni immer oben gebunkert und da in der Leiste und spreng mich selbst zu meinem Spawnpunkt. Also da muss ich. Gibt es dann Befreien auch, wo man, dass ich mich da befreien kann, statt mich selbst in die Luft jagen? Ich hätte schon wieder Essen mitnehmen sollen, sehe ich gerade. Ah, Stefan, Gott sei Dank ist der Stefan nicht da. Noch nicht. Der hätte mich schon wieder kaut. Verbal. Er schimpft mich immer, wenn ich unvorbereitet losrenne. Das mag er auch in Icarus nicht. Aber ich renne ständig unvorbereitet los. In meinem dritten Slot unten in der Leiste. Speer. Metallspeer. Den habe ich immer mit fürs Fische killen. Oder für nicht nur Fische, also Unterwasserkämpfe oder wenn die Lustigen angreifen, kann man ja von unter Wasser die in die Eier pieksen. Und die schießen nicht auf dich, wenn man nicht an die Oberfläche kommt. Deswegen habe ich den immer mit, damit ich ihn beim Sterben an mir habe. Komm schon, das mach noch auf. Ich weiß, wie geht schon wieder alles aus. Warum muss es eigentlich so finster werden, weil ich keine Luft mehr habe? Super, jetzt finde ich nicht raus, ne? Scheiße. Es ist jetzt kacke. Oh. Ja, spät. Leider zu spät gewesen. Ich habe mir gedacht, ich habe vergessen, dass ich das mit habe. Nein. Soll ich Schlimmeres geben? 300.000 ist Limit. Wasabi. Sehr gut. Da habe ich ja noch ein bisschen. Da werden wir jetzt in der Nacht wieder mal einen Sprung reinschauen. Zum Schluss von einem Stream. Wenn wir nichts anderes mehr haben, schauen wir mal in Palia rein. Wieder eine Runde. Checken mal. Da hat sich aber auch nicht so viel getan jetzt in letzter Zeit. Ich meine, es kommen immer wieder Patches, das schon, aber so große Sachen sind, glaube ich, auch nicht gekommen. Haben aber angekündigt schon, dass da neue Gebiete und so kommen. Ich bin gerade stark am Überlegen, ob man Enshrouded, weil auf YouTube kommen die Parts nacheinander erst morgen oder so, der letzte oder übermorgen. Was ihr natürlich hier alle schon gesehen habt auf Twitch. Es wäre halt nur die Frage, nämlich, ob man da überhaupt jetzt anfangen findet, weil da ist ja gestanden, am 8., also in 5 Tagen, kommt ein Update für die Demo. Kommt ein Demo-Update zum Steamfest, dass man dann gleich die neue spielen. Ich glaube fast, dass sich das da eh ziemlich ändern wird. Also einige Sachen ändern wird. Nicht da, genau neben der Tür. Ne? Ja, klar. Ich will nur jetzt nicht wieder darunter. Deswegen schaue ich, ob ich alles habe. Vielleicht machen wir dazwischen was anderes. Droppt ja irgendwann noch vom Planet Crafter jetzt ein Update, soweit ich das weiß. Ja, ne, eins nach dem anderen.
Es ist wahrscheinlicher, dass ich in St. Gallen schnell durch bin als in Palia. Palia ist aus dem so ein. Du hast keinen Stress. Palia ist so wirklich so, wenn es um 11 Uhr sagst, du willst nichts mehr aufnehmen, aber auch keinen langen Stream anfangen, dann gehst du in Palia. Da ist immer, kannst du immer was machen. Bisschen Blumen ernten. Das ist ein richtig gemütliches Zeitvertreibsspiel. So, und jetzt schauen wir zum ersten Mal auf die Map. 59? Puh. Hätte jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Schon wieder fast voll. Na gut, ich sehe gerade, da sind ja noch Autos auch. Die geben immer viel. Ja, hallo Karolinchen. Ja, hallo Holy. Wieder da aus dem Urlaub. Boah, jetzt weiß ich, wo dann noch das Ganze ist. So, Luft aus. Ah, wir nähern uns. 72. Ah, wir sind voll. Wo sind mein Fische niedergefahren? So, haben wir was zum Heilen auch? Na, gell? Spaß. Eins. Okay, super. Eins. Anschuss. Mega Man, morgen! Das freut mich, so zahlreich die Leute hier sind. Holy, ist es ein Urlaub zurück, habe ich gesagt, hallo. Ich glaube, der Holy hat gemeint, der ist in Urlaub jetzt ein paar Tage gewesen. Komm schon. 80. Fucking 80. Warum rufen da noch so viel? Na, der braucht so einiges, das weiß ich. Boom. Scheiße, 81, da drüben steht noch was. Das werden wir mal picken, das ist Eisen, das brauchen wir dann. Ich habe nur gesagt, der Holy war in Urlaub, glaube ich, und ist jetzt auch wieder da anscheinend.
glaube, du hast gesagt, du warst in Urlaub ein paar Tage. Und war's schön, bist jetzt erholt? Alles gut? Ja, alles gut gegangen. Immer gleich auftauchen, 87. Schön war es, erholt nicht. Naja, sowas kommt leider vor. Da gibt es mehrere Leute, die haben einen schönen Urlaub, aber sind nachher müder als vorher. Aber wenn es wenigstens schön war, ist es schon mal was. So, jetzt werden wir schauen. Habe ich schon meine von mir gegebenen... Na, ah, eins noch. Ein Teil noch, dann haben wir die von mir selbst gesetzten 90%. Ich glaube, ich habe da unten was vergessen noch. Also dann glaube ich die Luftausgang. Ah ja, hier. Wir haben es geschafft. Wir haben das letzte Teil gelootet, was irgendwie jetzt damit... Mein Copper. Iron. Wir haben das letzte Teil gelootet, das noch nicht von uns irgendwie belootet wurde. Gummi lassen wir da. Sack, ich will Copper. Iron. Rot? Okay. So, das war's. Ab nach Hause. Letzte Base Defense aufbauen. Iron ist anscheinend eine Weile entfernt. So, einpacken. Das tun wir jetzt wieder weg, das Teil, weil sonst zucke ich aus, wenn das die ganze Zeit da piepst jetzt. Diese Tauchpillen nach wie vor für den Arsch, oder? Die habe ich ja, die habt ihr sicher schon mal vor euch auch ausprobiert. Also ich merke da,
minimalst ein Unterschied, wenn überhaupt. Das ist irgendwie. Nein. Da gibt's Besseres, habe ich schon mal gehört. Schon fertig mit. Jawohl. So, jetzt zeige ich nochmal das Iron suchen. Update ist keins kommen, es ist heute der letzte Part hier mal. Bis zum nächsten Content Update. Ich meine, bei meinem Glück, bei Wasabis Glück kommt das morgen. Aber vom Prinzip her so jetzt ist das jetzt, glaube ich, mal ab einiger Zeit wieder mal. Jetzt warten wir mal, machen wir was anderes. Wie gesagt, ich mag das Spiel total. Aber ich glaube, jetzt ist mal Content Schluss. Jetzt wird es ein bisschen dauern, wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal. Die haben ja da irgendwas geredet von. Die haben ja irgendwas geredet gehabt schon von. Man sieht Sachen, die man nicht sieht, wie zum Beispiel Code-Updates und so Multiplayer-Probleme beheben. Auf das fokussieren sie sich zuerst und danach dann auf den Inhalt. Was sich die Blume so verheißt, wie wundert euch nicht, wenn eine Weile nichts kommt. Wir machen gerade was anderes, was ihr nicht seht. Eine kleine Lampe dahingestellt, weil einmal gesagt wurde, bei schlechtem Licht sieht man mich nicht. Finde ich jetzt nicht so tragisch eigentlich, aber ich muss das mal schauen. Das ist, ich mag das nur so passiv, das leuchtet jetzt irgendwie so an die Wand dran. Was ich prinzipiell gut finde, dass mich nicht direkt anleuchtet, aber muss ich mal noch einstellen, genau. Wenn ich mal Halterung bauen, dass ich das ein bisschen rauf runter tun kann von Leine. Jetzt sehe ich mich da unten. Jetzt wird es mit Licht. Und jetzt wird es ohne. Ich finde es ohne eigentlich nicht so mies. Muss ja nicht alles so grell leuchten, aber ich krieg das eh schon gedimmt und ich leuchte dann noch immer so. Viel drin. Das ist der Mega-Ding, war das jetzt. 79. Zeig mir was. Was ist aber weit weg, das Iron. Nach oben!
gibt's nichts. Da stehe ich direkt daneben. So, Türe zu. Ich hoffe, dass wir euch vielleicht reicht das ja sogar schon. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ich brauche für die eine Waffe noch. Es geht mir ja nur mehr um die eine Waffe hier, die 8. Dann habe ich alle 4 Waffen oben. Dann habe ich dann kann ich mich da oben mit Kisten ausstatten. Munition reinlegen und dann sind eigentlich alle Seiten gesichert. Dann ist es vorbei mit unabsichtlich mal geradet werden oder so. Wie der Ton da immer ausfällt, habt ihr das gemerkt? Aber nur wenn man zu viel zu schnell nimmt, sonst nicht. Ach, so weiter. So. Perfekt. Fürcht fast. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, er geht sich aus. Sehr geil. Ja, hallo und Gaming Dad. Danke für die Kommentare auf YouTube. Freut mich. Ich beantworte heute, habe ich hier einige beantwortet. Ui. Wir werden beschossen. So, jetzt werden wir mal alles durchtesten von hier. Wie viele Schüsse von einem schweren Weg kann ein Typ aushalten? Verreck! Boah. Pickt euch hier. Aha! Base Defense steht. Brauchen mehr Muni. Was haben sie gemacht? Der kann eigentlich nichts. Genau, fast nichts.
So gehört sich das. Ja, das war jetzt, das ist gut gegangen. Wenn man in der Nähe ist, gleich. Und vor allem diese schweren MGs sind ja Wahnsinn. Nur, ich müsste jetzt selbst im Video nachschauen, oder vielleicht hat es ja gesehen von euch, aber wie viel Muni habe ich da jetzt rausgenommen aus der Kiste? Waren das jetzt 360er Stacks oder weniger? Oder mehr? Weil das war schon, also für ein zielloses Dauerfeuer hätte es schon nicht mehr gereicht. Ich sag's ehrlich, es reicht, wenn man die in der Nähe zerstört, also platt macht. Weil die, was weiter weg sind, die kann dich auch mit dem Gewehr eigentlich erschießen, aber. So da. Holz. Ja, das ging, das freut mich, dass die Verteidigung jetzt recht gut funktioniert hat. Nicht mehr Wut. Ich fühle immer da gegenüber das auch an. Das lässt sich leider jetzt nicht vermeiden. Ich habe das leider so blöd. Ich meine, blöd nicht. Ich habe das halt so gebaut. Das reicht ja mal so. Und jetzt haben wir schon ein paar mit. Passt. Die Pillen da. Wahnsinnsdinger. So, Muni ablegen. Und das können wir auch wieder ablegen. Es geht verkaufen. Ja, und die Granaten behalte ich mal. Und die sprenge ich mich dann selbst in die Luft im Notfall. Zwecks Home Teleport. So, was haben wir jetzt noch? Das gehört darüber rein. Brauchen wir dann das Licht. So, was haben wir gesagt? Karlinchen lacht, so eine coole Bierdose. Was haben wir jetzt noch für eine. Haben wir das noch gesagt? Zwölf Waffenteile, 25 von den Eisen. Passt. Tja, die waren schneller als der. Tut. Jawohl, nur noch diese 8 Dinger.
kann die Defense aufbauen und fertig. Defense könnten wir eigentlich gleich auch aufbauen. Weil es eh schon wurscht ist. So, genau, das wollte ich jetzt noch machen. So, jetzt gehen wir eins rauf. Zack! Defense, die ist da. Nicht Welten, aber doch. Wir need more Munition. Das gibt's jetzt nicht, oder? Alte Base. Genau da ist noch keine Scheiße. Jetzt wisst ihr, warum ich auf jeder Seite ein MG will. Weißt du, stoppt eine Weile nix. Dann kommen sie gleich hintereinander. Da rennt noch irgendeiner warum. Da ist irgendwo noch einer.
Die klügsten sind es ja nicht, ne? Aber das ist ein Grund, die Base stehen zu lassen. Die greifen die an. Lass mal eine andere in Ruhe. Das ist mir egal, ich habe keinen Platz mehr. Zack, so. Theoretisch. Jawohl. Genau so. So Leute, dazu, dann kann ich dazu jetzt nur sagen, es ist jetzt auch getestet worden, die Verteidigung, sie steht, sie geht. Jetzt stellen wir eigentlich nur mal hier eine Kiste her, Muni rein, das war's. Zum Abschluss hätte ich halt noch gerne zum Händler gehen, die ganze Schrottkiste ist voll. Ich noch gern vielleicht was herstellen, aber sonst ist das jetzt soweit erledigt. Ist ja nicht viel für das normal zum Ablegen. Nope. Sortiere ich mal. So, sortiert. Verkaufen. So, was soll's, wir haben ja jetzt hier ein bisschen was. Also meiner Meinung nach braucht man auch unbedingt solche Munition. Chemie und diese Fetzen. Das werden wir sich jetzt mal nehmen. Ist da? Fetzen. Ist da? Fetzen. Ich weiß nicht, warum ich das immer alles aufgenommen habe. Haben wir schon überlegt, ob ich das alles brauche. Die Chemie braucht man dann ja auch für die Treibstoffe. Schneller! Geht schon noch was. Wir haben da 10, 20, 30, brauchen wir 90 Fetzen. 20, 40, 60, 80 und der Rotzquetschte.
In Kupfer. Erb dürfte reichen vorerst. Man kann es natürlich immer übertreiben. Zwei Reihen voll. Das sieht jetzt nicht überall ausgehen, natürlich. Fehlen zwei. Zwei Reihen voll. So, Leute, das war's. YouTube ist hier zu Ende. Der Rest endet auch gleich. Ich gehe nur und repariere noch die eine Wand da hinten. Aber YouTube ist bei 56 Minuten, das passt. Tschüss, Old Gaming Dad. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich hier und auf YouTube in die Kommentare. Macht's gut. Was brauche ich jetzt für die? Eisen und Holz. So. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt haben wir alles erledigt. Wasabi, wir haben es geschafft. Das war's. Reparieren wir noch. Und dann überlegen wir sich, was wir weitermachen. Stacheldraht und den Hammer reparieren. Ausbeulen oder? YouTube dann. Danke fürs Dableiben. Danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Twitch läuft natürlich weiter. YouTube. Danke. Abo, like, comment. Nicht vergessen. Bis dann und ciao.